Muss ich als Rentner für 2020 Steuern zahlen? Darum geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Jutta Martin. Ich habe jetzt in diesem Video für Sie mal Zahlen zusammengestellt als grobe Orientierung für einen ledigen Altersrentner, gestaffelt nach Renteneintrittsjahr ab 2005 oder früher bis Renteneintritt 2020. Da können Sie schön nachschauen, in Abhängigkeit von Ihrer Jahresbruttorente, ob Sie auf jeden Fall verpflichtet sind oder eventuell eine Steuererklärung einzureichen. Schauen Sie sich die Folien an, halten Sie das Video an der Stelle an, wo das Jahr drauf ist, das Ihr Renteneintrittsjahr eben beinhaltet, und dann notieren Sie sich das. Wie kriegen Sie Ihre Jahresbruttorente raus? Also entweder rechnen Sie sich das selber aus oder aber Sie besorgen sich die Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt von der gesetzlichen Rentenversicherung. Da können Sie ganz einfach anrufen oder aber ich habe Ihnen auch hier unter dem Video den Link dazu gestellt, können Sie auch online anfordern. So, nun seien Sie gespannt und gucken Sie sich die Zahlen an, ob für Sie da irgendwas Passendes dabei ist. Wir sehen uns gleich. Muss ich für 2020 Steuern zahlen? Ja, inzwischen sind über 5 Millionen Rentner verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Allerdings wissen viele Rentner das gar nicht, weil sie es verdrängen oder der Meinung sind, dass sie eine Aufforderung bekommen. Und wenn sie auf eine Aufforderung warten, kann das unter Umständen sehr teuer werden. Mit jeder Rentenanpassung wird die Zahl der steuerpflichtigen Rentner größer, die über den Grundfreibetrag kommen. Also Freibeträge für Rentner. Der Grundfreibetrag in 2020 beträgt 9.408 Euro für Ledige und 18.816 Euro für zusammenveranlagte Paare. Ja, der Rentenfreibetrag ist der steuerfreie Betrag, der von den Renteneinkünften abgezogen wird. Und der steuerpflichtige Teil fließt in die Berechnung der gesamten Einkünfte ein. Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben, wenn sie dazu aufgefordert werden oder das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag übersteigt. Aber das wissen Sie ja inzwischen schon. Die Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung erfolgt nicht automatisch. In der Regel lässt sich das Finanzamt damit einige Jahre Zeit, sodass dann Verspätungszuschläge und Nachzahlungszinsen anfallen können. Eine Aufforderung gibt es auch beim Bezug weiterer Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder aus selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit. Diese Einkünfte sind steuerpflichtig. Aber im Gegenzug dazu können Sie bestimmte Kosten steuerlich geltend machen, wie haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Ja, haushaltsnahe Dienstleistungen, da hatte ich schon mal ein gesondertes Video drüber gemacht. Da gehören unter anderem Betreuung von Haustieren, Fensterputzer, Wohnungsreinigung oder auch ein Gärtner dazu. Und die Voraussetzung für die steuerliche Abziehbarkeit ist immer das Vorliegen einer Rechnung und der Nachweis der Zahlung in Form eines Kontoauszuges. Also bei Barzahlung gehen Sie grundsätzlich leer aus. Und zu den Handwerkerleistungen, nur nochmal zur Wiederholung, gehören zum Beispiel Reparaturarbeiten, Schornsteinfeger, Wartungs- und Modernisierungsarbeiten und andere Handwerkerleistungen wie Austausch und Erneuerung von Fliesen oder Fußboden. Auch einige Positionen aus der Betriebskostenabrechnung sind steuerlich abzugsfähig. Das sind jetzt hier nur einige Beispiele. Ja, wer ab 2040 in Rente geht, muss die Rente zu 100% versteuern. Wir schauen uns aber mal jetzt an, wer ab 2020 unter Umständen Steuern zahlen muss. Ich habe jetzt mal hier die Zahlen für einen ledigen Altersrentner, der Renteneintritt hatte 2005 oder davor, der könnte unter Umständen steuerfrei sein oder bleiben bei einer Jahresbruttorente von 17.555. War der Renteneintritt 2006, sind es schon nur noch 17.140. In 2007, Sie sehen schon, es werden immer weniger, bedarf die Jahresbruttorente nicht mehr wie 16.795 Euro betragen. Bei Renteneintritt in 2008 sind es sogar schon nur noch 16.583. So wird es von Jahr zu Jahr immer weniger. Sie sehen schon, Sie können die Zahlen selber lesen. 2009 16.314,
Bruttojahresrente. 2010 sind es unter 16.000, nur noch 15.951. Wer 2011 in Rente gegangen ist, darf nicht mehr wie eine Jahresbruttorente von 15.681 Euro haben. 2012 sind es 15.488. Sie können im Prinzip die Zahlen selber lesen. Halten Sie das Video an der Stelle an, an dem Ihr Renteneintritt ja ist, und dann sehen Sie Ihre Jahresbruttorente. Wenn, ich zeige Ihnen jetzt mal hier nochmal die letzten beiden Jahre, wenn Sie im vorigen Jahr mehr wie 13.708 Euro Jahresbruttorente hatten, sollten Sie auf jeden Fall eine Steuererklärung abgeben. Was wird von der Jahresbruttorente noch abgezogen? Nun ja, das ist ein Werbungskostenpauschbetrag von 102 Euro. Leider ist der nicht höher. Dann der Sonderausgabenpauschbetrag in Höhe von 36 Euro. Abzug, also das gilt jetzt hier, dieser Sonderausgabenpauschbetrag gilt für Leute, die keine Konfession haben, also nicht in der Kirche sind. Und dann können noch Vorsorgeaufwendungen abgezogen werden. Und bei den Vorsorgeaufwendungen können Sie hier schön erkennen, von 2015, 11 bis 2016 hat sich das schon wesentlich reduziert. Also es wird immer weniger. Ja, das ist jetzt hier nur eine kleine allgemeine Übersicht. Also es handelt sich hier um Näherungswerte für alleinstehende Rentner und auch nur für Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaftlichen Alterskassen, den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basisrentenverträgen und auch nur dann, wenn keine anderen steuerlich relevanten Einkünfte vorliegen. Der Einzelfall hängt von weiteren persönlichen Merkmalen ab. Das sind unter anderem der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung ohne Zusatzbeitrag, voller Beitragszusatz zur Pflegeversicherung ohne Zuschlag für Kinderlose und Rundungsdifferenzen. Ja, letztendlich sieht es so aus, dass Sie diese Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt anfordern können bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist der Link dazu. Hier https://www.eservice-drv für deutsche Rentenversicherung.de self-service/. Und die Raute-Taste. Oder Sie rechnen sich das selbst aus anhand Ihrer vorliegenden Bescheide. Ja, das war jetzt, wie gesagt, eine grobe Orientierung. Der Einzelfall kann natürlich davon abweichen. Sie sind letztendlich selber dafür verantwortlich, herauszufinden, ob Sie steuerpflichtig sind oder nicht. Und wenn Sie jetzt Post von der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen, also ich bin ja selber auch Altersrentner und habe jetzt im Januar ein Schreiben von der Rentenversicherung bekommen, und da steht, muss ich meine Rente versteuern, ein Teil Ihrer Rente gehört zu Ihren steuerpflichtigen Einkünften und so weiter. Also beachten Sie das bitte, lesen Sie sich nicht nur die Vorseite, sondern auch die Rückseite und die Folgeseiten durch, wenn Sie Post von der Rentenversicherung bekommen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Für den einen oder anderen sind ja die Zahlen vielleicht doch sehr interessant. Also, unter dem Video finden Sie den Link, um Ihre Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt anzufordern. Darin finden Sie alle wichtigen Zahlen, nämlich die Jahresbruttorente, den Anpassungsbetrag seit Beginn der Rente, den jährlichen Krankenversicherungsbeitrag und den jährlichen Pflegeversicherungsbeitrag. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben, abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal und freuen Sie sich auf das nächste Video. Sollten Sie spezielle Wünsche haben, lassen Sie es mich hier in den Kommentaren wissen. Ich gehe gerne auf die Wünsche meiner Zuschauer ein, denn der Kanal soll ja für Sie sein. Alles Gute, Jutta Martin.